Willkommen zurück bei Let's Play Together SimCity 5 und im vorletzten Part haben wir die neue Stadt bevölkert, zusammen mit Puccini. Der hat auch eine neue Stadt sich ausgesucht. Ja. Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Oh, nee, ist nicht so schlimm. Nee, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Ölbucht und wie gesagt, schreibt die Namen in die Kommentare. Dann werde ich das tun. Und wir haben gespart auf eine Schule. Daran erinnere ich mich noch, so wird das gesagt. Die werde ich jetzt mal bauen. Ich habe genug Geld zusammengespart. Kam das Geld bei dir jetzt schon an? Nee. Weil ich habe mich extra mal mit der anderen Stadt eingeloggt. Naja, ich hatte auf Pause, ne? Ja, ich hatte bei der anderen Stadt auch auf Pause, aber trotzdem sollte ja der Server das mal registrieren, dass ich da ein paar hunderttausend rübergeschickt habe. Naja, der Server sollte offiziell auch am ersten Tag flüssig laufen. Ja, gut. Aber dafür kriegen wir ein kostenloses Game. Ja, also wenn ich so überlege, hat sich das doch gelohnt, ne? Einen Tag nicht spielen können und dafür dann irgendwie Mass Effect 3 kostenlos. Ist schon. Ja, in der Hinsicht schon, aber ich meine, eigentlich ist es nicht Sauerei. Ich meine, die haben genug Geld, da mal paar hundert Server hinzustellen. Ja, Kundenservice kannst du nicht erwarten, du. Das ist einfach so. Ich hab voll den Stau hier am Eingang. Ach, Mann. Ja, eine Fähre. Wir haben 1100 Einwohner, du willst eine Fähre, du spinnst doch. Mann, ey, die haben Vorstellung hier. Ihr habt einen Skaterpark, seid zufrieden. Oh, hier gibt's eine fette Ölquelle. Oh, aber die ist mitten im Wohngebiet. Ja, man sollte ganz am Anfang, bevor man irgendwas macht, sollte man gleich die Ressourcen kontrollieren, wo die sich befinden. Gold ja eigentlich gar nicht, ne? Aber hier so fett. Das ist ja. Hast du das schon gemacht jetzt mit dem Öl? Ja, dafür habe ich doch noch längst nicht genug Geld für eine Ölquelle. Du kannst ja ein paar Kredite aufnehmen. Weil wir haben ja 100.000 da schon freigeschaltet. Ja, aber das ist nicht so die feine englische Art. Hast du welche am Laufen? Nein, noch nicht. Kann ich auch noch gar nicht machen. Unterhalten Sie 7 Industriegebäude, bisher 0. Habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Ja, das mache ich dann mal. Bei mir hieß es vor, und meine Arbeiter würden zu dir pendeln. Weil es bei dir Arbeit gäbe, aber scheinbar gibt es heute überhaupt keine Arbeit. Naja, mir wird nichts angezeigt, ne? Ich habe genug Gewerbegebäude und halt ein Kraftwerk, eine Schule, Gemeindehaus. Naja, Gewerbegebiet habe ich ein bisschen was. Also da könnte was sein. Na, ich habe gerade nach 35 Simoleons, weil ich ein Krankenhaus gebaut habe. So, ich mach mal hier einfach Industriegebiet. Der Krankenwagen von Kohlhausen kommt mit Blaulicht zu Hilfe. Oh, ist ja schön. Da ist er. Da ist er doch. Wo ist er denn? Das. Da ist er ja. So, jetzt habe ich ein Gesundheitsproblem. Soll ich das jetzt machen? Dass wir so eine Ölquelle hinstellen? Ich werde jetzt aber mal was machen. Wie viele Tote gibt es denn bei dir am Tag? Warte. 0. Und bei mir gibt es 6 Stück. Bis jetzt habe ich nur Verletzte. Ich habe auch schon 11.000 Einwohner. Aber ich werde jetzt mal was machen. Ich gehe mal wieder kurz in Florihausen und schicke meiner Stadt ein paar Krankenwagen. Und ich werde in der Zeit mal wieder was trinken. Hätte ich auch vor der Aufnahme machen können, aber nein, das wäre viel zu professionell. Ich esse gerade mal was, weil mein schmeckt ja gut. Wir waren nämlich auf der Buchmesse und da gab es so einen Süßigkeitenstand. Aha. Da kann man mal voll übertrieben riesige Süßigkeiten kaufen. Kinder, wollt ihr was zu nortschen?
Kennst du? Nein. Harry Potter und ein Stein? Oh ja, doch klar. Kinder, wollt ihr was zu Nordschen? So, Regionsansicht und dann... Da war auch schon wieder uralt, ne? Ja, uralt, aber da gibt's ja mittlerweile auch in HD, also haben einige Leute schon in HD gemacht und so. Übertrieben, die müssten alles nochmal so zusammenschneiden. Also so schön anpassen. Extrem schwer, aber super geil, du. Ja, Kohlhausen stelle ich was zur Verfügung. Aber ich will... Ah! Manu... Hä? Ölbucht? Ölbucht? Ach, Ölbucht. Ach, Ölbucht. Okay. Hab nichts gesagt. So, jetzt werde ich natürlich gesundheitliche Probleme dort kriegen. Jo, das Schmatzen ist nicht so laut. Nee, also ich höre gar nichts. Braucht der Krankenwagen eine Klinik in der Stadt? Nee, ne? Nee. Ja, doch. Deiner kam von alleine. Braucht er nicht. Ja, aber ich hab dir auch keinen geschickt. Weiß ich. Ich hab dir keinen zugestellt. Keine Ahnung. Ich probier's einfach mal aus. Ah, meine Socken sind so nass, ey. Immer wenn ich abwasch, weißt du, immer nasse Socken. Ich weiß nicht warum. Ich wasch ab wie so ein Pavian, ey. So, einfach. Zwei nehme ich einfach mal und riskiere jetzt Gesundheitsprobleme in Florihausen. Ich habe jetzt die Straße abgerissen. Also, wir bauen eine Stadt liebevoll auf und dann scheißen wir drauf. Hör dich nicht. Und beuten die alle aus. So, oh, also die Karten sind so klein, so jämmerlich winzig, ey, das ist echt lächerlich. Gut, okay, da haben wir jetzt natürlich Fahrzeuge. Ich hoffe, die kommen auch an. Ja, es sieht gut aus, du sparst für ein Haus. Das finde ich natürlich ganz doll toll. Sehr interessant vor allen Dingen. Ja, das auch, das auch. Und ich sollte mal Bushaltestellen bauen. Das habe ich ja jetzt völlig außer Acht gelassen, habe ich gar nicht dran gedacht. Einmal hier. Hä? Hier ist jetzt ein Haus mitten auf der Wiese, ohne dass es eine Anbindung an die Straße hat. Ist einfach stehen geblieben. Ich hatte auch schon ein Haus mitten auf der Straße. Hatte ich auch schon. Das ist einfach so wieder dieser gewohnte Zustand, dass ein Spiel auf den Markt kommt und es ist verbuggt wie eine Beta. Ja, da habe ich einen coolen Kommentar gelesen. Weiß aber nicht mehr, wo das war. Da hat jemand so geschrieben. Ja, ich finde das Spiel gut, vor allen Dingen, dass sich so viele Beta-Tester bereit erklärt haben, das Spiel ordentlich zu prüfen. Ach nein. Hier, die Kunden, die dafür bezahlt haben, sind die Beta-Tester. Also, der hat das halt auf Englisch geschrieben, ja, ja. Das nicht mehr so ganz im Kopf gehabt. Ich finde das richtig gut. Ja, also die Bugs hier sind schon zahlreich teilweise. Wie teuer war denn ein Schulbus? Genau 3000, das passt ja. Dann baue ich mal noch ein, sagen wir zwei Busse. Das sollte es mal gehen. Wir haben ja bis jetzt nur zwei Wohnblöcke. Den kleinen hier und den großen. Das funktioniert schon so, würde ich sagen. Ich spule mal wieder vor. Udas. Ich habe jetzt mein Ölbohrding gebaut. Ich werde jetzt Öl produzieren. Du auch. Ich ziehe erstmal eine Straße rein. Ach, wo mache ich die? Zu wenig ich habe zu wenig Simoleons für eine normale Sandstraße. So, jetzt kommt die Überweisung. Yeah, 646 Simoleons. Ich bin so reich, Mann. Oh, wow. Naja, ich meine, die ganzen deutschen Städte sind alle verschuldet, ne? Also indirekt bin ich schon reicher. Naja, gut. Oh, ich muss mindestens 6 Ölquellen bauen, damit ich das hier bauen kann. Naja, man kann ja später Pipelines, heißt das, nee, heißt das, das heißt doch Pipelines, oder? Also Pipelines ist doch diese Skater. Was transportiert wird. Sind doch die Skaterparks, aber auch die Öldinger da. Naja, das sind die Rohre, durch die das transportiert wird. Aha, ach so. Okay. Naja, ich kann die ja hinsetzen, wo ich will. Also ich kann dann später Ölpumpen abreißen, kann dann eine Straße meinetwegen bis hier bauen und kann dann irgendwo auf der Karte, zum Beispiel hier, Pumpen bauen. Also man muss das halt dann nur abreißen. Man hat ja
nicht unbegrenzte Zahl an Pumpen pro Quelle sein wenig. Nee, 10 sind's, ne? Ich glaube, ja. Ich guck mal nach. Ja, 10. Aber der Vorrat wird dann auch in einer gewissen Zeit relativ gut aufgebraucht sein. Kredit A, was nehmen wir denn? Was brauchen wir? 50.000 wird reichen. Nehmen wir. So. Okay, dann gehen wir Bohrung. Ah! Scheiße, noch überhaupt nicht genehmigt. Ich brauche noch 2 Industriegebäude. Ja, das ist wieder top vorbereitet hier. Manu. Ich gehe auf die Stadt und dann setze ich noch hier was hin. Sehr schön. In meiner Stadt sind 370 Sims in der Schule und eigentlich wären es 800, die hingehen müssten. Ja. Ach Quatsch, das ist ja das... reicht ja auch eigentlich. Wie viel hab ich? 4 von 150. Boah, ey. Scheiße. Ich bin also Bildung. Hab ich 4 angemeldete Sims, nicht angemeldete Sims 302. Was ist hier los? Sag mal, ey. An alle Eltern, es hackt ja wohl, ganz ehrlich. Ich glaube, du brauchst ein paar Bushaltestellen. Hab ich, ohne Scheiß jetzt. Fuck. Begattung. Sag ich jetzt immer, wenn ich aus Versehen das Wort sag. Das klingt so. Aber noch beschissener. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Ach, bei mir war nur das Problem, dass die Schulbusse nicht hinterhergekommen sind, die Kinder da zur Schule zu bringen. Oh, Mann, ich bin so blöd. Ich baue natürlich die Industriegebäude auf die Seite, wo ich eigentlich die Ölquelle bauen wollte. Ach, Mann. Kannst du doch machen. Danach brauchst du ja eh nicht mehr. Ja, das gefällt den Leuten. Das gefällt den Leuten, direkt neben einer Ölquelle zu wohnen. Oh, bei mir nicht. Wie kommt's bloß? Ja. Ach, die sind gar nicht im Einflussbereich. Ja, wunderbar. So, dann baue ich hier noch gleich so ein, ja, wie immer es auch heißt, ne? Ja, genau das meine ich. Das mag ich auch ganz gern. Oh, ein Fußballfeld. Hallo, ihr lieben Fußballer. Warum das nur 2 Symbolien-Dinger sind? So, boah, ich mal dahin. Die Meldung da oben habe ich gerade nicht ganz verstanden. Aber ja. Frozen Biche Puevri Pueb, Henfield Gene Mosey Quavihu. Hast du deine Ölquelle mittlerweile platziert? Ja, hab ich eben gerade gemacht. Der Infotext ist auch schon wieder der Chef von dem Unternehmen da. Bäume, haut sie alle weg, macht Platz für die Maschinen, weißt du? So ein Arsch, ey. Ich brauche natürlich noch ein Handelsdepot für 10 Riesen. Ja. Sparen wir natürlich. Und dann noch für 2000 so ein Öl. Ja, Öllager. So, schöpfen wir erstmal Öl. Ah, mein Kopf juckt, genau da, wo das Headset sitzt. Ja, das ist hier ein Problem, ne? Bei dem Teil. Ja, das stimmt. Aber ist ja sonst ganz gut. Ja, annehmbar, ne? Macht meine Stimme ein bisschen höher, um nicht zu sagen, macht meine Stimme realistischer. So, jetzt haben wir 100. Ja, hallo und herzlich willkommen bei... bei meinem ersten Let's Play! Oh, ich hab letztens einen geilen Kanal gefunden, aber ich kann dir jetzt nicht sagen. Er hat. Ja, das ist. Nee, er hat sich cool gefühlt. Das war so ein Kiddie-Typ. Ja, willkommen zu meinem Waffenguide von Black Ops 2. Ich meine, ich spiele das Spiel ja selbst nicht, ne? Ich habe das einem Kumpel gezeigt. Und, also, TS halt geschickt. Und die haben es dann angeguckt. Und der eine ist total ausgerastet. Ja, wenn ich das schon wieder höre, hier. Und den Aufsatz zum besseren Sprayen aus der Hüfte. Das sind die Kiddies, weswegen ich mit COD aufgehört habe. Aber er hat wirklich im Waffenguide da gesagt, ja, das braucht ihr, um besser aus der Hüfte sprayen zu können. Ganz im Ernst.
Alter, ich hasse sowas, ey. Jetzt habe ich übrigens 150 von 150 Sims drin. Und jetzt zeigt er mir das natürlich auch an, dass die Klassenzimmer voll sind. Aber wir haben natürlich kein Geld für unsere Bürger. Wir müssen Öl produzieren. Ja, ich brauche auch mal eine Feuerwache. Bäume haut sie alle um, macht Platz für die Maschinen. Was für ein Arsch, ey. So, ich muss jetzt mal auf die Ölkarte gucken, damit ich da jetzt keinen Wohnblock drauf baue. Also hier kann ich einen Wohnblock bauen. Man kann ja Gott sei Dank die Karte offen lassen und trotzdem Straßen platzieren. Das haben sie ganz gut gemacht. Ja. Ja, ja. Ist ja auch das Mindeste bei dem Preis. So. So. Ja, wunderbar. Ach, ich kann direkt die nächste Ölpumpe hinsetzen. Ich habe übrigens gerade mein erstes Öl verkauft. Ui, cool. Ja. Ich bin stolz auf dich. Möchte ich auch. Der brennt alles. Ach, muss doch nicht sein. Brandstifter aus Florihausen bedrohen hiesige Häuser. Ja, klar, ja. Mann. Alles geplant, du. Super, du bist ja ein richtig netter Mensch. Morgen kommen die Terroristen. Ach du Scheiße. Polizeiwache, ich habe kein Geld. Ich konnte mir gerade mal so mit Kredit eine scheiß Feuerwehr leisten. Und dann habe ich für 20.000 zwei neue Ölpumpen gekauft. Aber das ist egal. Neuesten Berichten zufolge soll die neueste. Was Berichten zufolge soll die neueste Brandserie kein Zufall gewesen sein. Hab ich doch gesagt. Brandstifter. Ach so. Hab ich doch gesagt. Ist alles geplant, du. Was? Mach ich. Ja, es ist doch schon. Ist es schon wieder? Ist es schon wieder, oder? Es ist schon wieder soweit. 27 haben wir angefangen und jetzt ist es 40. Ich glaube ja. Ja, es ist schon wieder soweit. Unser Waschtag. Waschtag? Nein, nein. Nein, das Ende vom Bye-bye Part. Sagen. Ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Wir müssen, Mal. Ja, wir müssen rein. Ja auch voraufnehmen, ne? Wegen, ja, wegen ja. Urlaub und so. Für wegen Real Life. Ja. Okay, tschüss.